Moin, moin. Hier ist wieder euer Robin für euch. Ja, ich bin noch in London. Heute Abend geht der Zug nach Köln-Bonn. Und wenn wir schon mal am Flughafen sind, gibt auch ein bisschen Trainspotting. Ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. Abfahrt. Thank you.
Linker, der hat Beacon Light an, der wird gerade schon gepusht. Ja. Hier rechts, der hat zwar auch schon das Blinklicht an, der Pusher, aber ja, der wird sicherlich, ich weiß nicht, ob das hier möglich ist, dass der eine nach links oder nach rechts gedrückt wird, keine Ahnung. Ja. So, das ist der Bus, der Hispo, BR815, okay, keine Ahnung, welcher Flug das ist. Ja. Ich muss sagen, Faszination Flughafen. Klar habe ich jetzt auch von oben beim Dressur gemacht, da wo so Querstreben drin waren. Ja, nicht ganz so schön, aber ich glaube hier unten, wenn man das weiß, kann man das machen. So, hier auf jeden Fall ist der Finger noch dran. An Gate. Ich weiß gar nicht, welches das ist, aber okay. Ja, die haben auch so neue Pusher, wenn ihr da unten guckt. Links. Das ist so ein Gerät. Da haben die quasi einen Joystick. Und damit fahren die quasi wie halt ein Pusher die Fahrzeuge zurück. Also die Flugzeuge. Jetzt seht ihr es zwar nicht, aber der wird gleich auch wie mit dem Pusher gleich den Stift rausziehen und den hochhalten und signalisieren. Ja. Alles okay. Ah, dahin, das könnte eine 777 sein. Das ist der Bus von T5 nach T3. Oder umgekehrt, ich weiß es nicht. Dahin steht noch ein White Body. Komplett weiß. Also, ja, sehr schön. Aber ich muss sagen, hier unten an den A-Gates oder an den 10er-Gates ist schon ganz gut. Jetzt wird der hier vorne gleich die Taxi-Lights anmachen und rollen. Und dann denke ich mal, wird der Kollege hier unten auch Pushback bekommen. Jetzt wird noch kurz gesprochen mit dem Cockpit. Ja. Das sieht die zwar nicht, weil dieses Gerät davor steht. Das ist ja dieses Gerät, damit die Piloten wissen, wann sie stehen bleiben müssen. Was ich super finde. Es gibt natürlich auch noch die Leute, die winken. Ja, diese leuchtende Stöcke. So nenne ich sie einfach mal. So, da hinten wird der Weiße zurückgeschoben, quasi Pushback. Ja. So, jetzt könnte quasi da hinten Flug BA nach Jersey, okay. Jetzt hinter der 777, es könnte eine 321 oder ein Dreamliner sein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wird sicherlich hier gleich vorbeirollen, wenn die British rollt. Also die davor, die gerade gepusht worden ist, an A10. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Good afternoon everyone, welcome to flight BA121 to Cincinnati. At this moment in time I'd like to invite our priority passengers in group 1. Our priority passengers in groups 1 and 2. Please have your passports open on the photo page and all your passports ready to scan. BA121 nach Cincinnati. Es dürfte Italien sein. Dann BA440 nach Amsterdam. Es dürften ja dann wohl alles Busgate sein. Dann haben wir hier einen Crewbus.
Dann haben wir die Reifen für die Busse von Bridgestone, okay. So, Taxi Lights an, rollen lassen. Genau. Ich gehe mal davon aus, dass die beiden jetzt durchrollen. Die beiden British Airways Maschinen. Und dass hier der Kollege hier vorne, TNY, denke ich mal, Pushback bekommt. Da hinten die nächste. Könnte auch wieder ein 320 sein. So, das ist diesmal der Bus von T2 nach T5. Hier lief gerade ein Mann durchs Bild, den wollte ich jetzt gerade nicht unbedingt filmen. Aber jetzt habt ihr mal einen kleinen Einblick bekommen. Hier ist schon richtig was los, da hinten rollt schon wieder eine British. Ja, wir sind halt am Terminal 5. Das ist das Hauptgate von British Airways. Ja. Sehr schön. Ja, so sieht's aus. DRL, auch alles da. Ein Elektrofahrzeug. Crewbus. Ohne Crew. Ah, schon gut.